Vorzustellen ist der Briefwechsel zwischen Peter Hacks und Kurt Gosweiler. Es handelt sich also um die Verständigung, die briefliche Verständigung zwischen einem marxistischen Dichter und einem marxistischen Historiker. Gosweiler ist in der DDR bekannt gewesen als ein Historiker, der insbesondere den Faschismus analysiert hat, hat verschiedene Bücher darüber geschrieben und hat nach 89 begonnen oder das fortgesetzt, was er insgeheim auch in der DDR schon getrieben hat, Revisionismusanalyse. Er hat versucht, die Entwicklung in den linken Parteien, ganz besonders in der SED, zu verfolgen und zu analysieren und herauszukriegen, wo eigentlich die Ansätze gewesen sind für den Niedergang des Sozialismus, für den Niedergang der Partei. Und er hat nicht gewusst, dass dieses Problem von ganz anderer Seite und auf ganz andere Weise, aber am Ende doch parallel mit seinen Überlegungen, auch von Peter Hacks ihn beschäftigt und Peter Hacks über diese gleichen Dinge nachdenkt wie er. Er hat das dann festgestellt, als Hacks, der das früher bemerkt hat, denn er hat Gosweilers Schriften verfolgt, der sich ja offensiv dazu geäußert hat, und zwar inoffensiv zum Beispiel, die hat er angesehen und hat den Kontakt zu Gosweiler aufgenommen. 1996 hat er an Gosweiler sein Buch Die Maßgaben der Kunst geschickt und auf diese Weise ihm angeboten, in einen Briefwechsel mit ihm zu treten. Gosweiler war sehr überrascht, hat geantwortet und sie kamen sehr schnell zu den Themen, die sie interessiert. Das waren ganz besonders historische Themen, es waren Themen, die mit der sozialistischen Bewegung zu tun hatten, die mit der Arbeiterbewegung zu tun hatten und ihre Geschichte, die mit Leuten wie Stalin, Beria, Molotow und Ulbricht zu tun hatten und mit deren Arbeitsweise und deren Denken. Darüber haben sie sich verständigt und darum geht dieser Briefwechsel. Es lohnt sich, den zu lesen, denn er ragt über manche theoretische Schrift, die mit ähnlichen Problemen ringt, weit hinaus. Sie kommen auf erstaunliche Erkenntnisse und es ist für denjenigen, der sich insbesondere für die Entwicklung des Opportunismus und des Revisionismus interessiert, sind sie äußerst lehrreich, diese Briefe. Gosweiler an Hacks, 14.11.96. Sehr geehrter Peter Hacks, die Deutsche Post ist bekanntermaßen für Überraschungen gut, für böse allemal, wenn sie von den Postoberen ausgeheckt werden. Als Dienstleistungsbetrieb bereitet sie einem indessen mitunter auch ausgesprochen angenehme und erfreuliche Überraschungen. Eine solche war es für mich, den von André Brie zum Poststalinisten ernannten Geschichtsbuchschreiber, als mir der Postbote ihr umfangreiches, gehaltvolles Werk ins Haus brachte. Dem Begleitschreiben des Verlages konnte ich entnehmen, dass mir dieses Freiexemplar auf Ihren Wunsch hin zuteil geworden ist. Durch diese Sendung wurde ich zum einen in einen Zustand der Freude versetzt, als hätte ich den noch gar nicht existenten Peter Hacks Preis verliehen bekommen. Zum anderen aber beschäftigte mich heftig die Frage, wie ich zu dieser unerwarteten und ganz unverdienten Ehre gekommen bin. Die Tatsache, dass Sie in diesem Band Ihr Vorwort aus dem Jahre 1966 auch im Jahre 6 nach der Konterrevolution nicht verleugnen. Ein Vorwort, in dem immerhin zu lesen ist, der Sozialismus habe in der DDR nach 1961 seine Fähigkeit bewiesen, für eine moderne Industriegesellschaft zu taugen, welches ein Erfolg sei, der weit über das Jahrhundert hinausgreife, legt mir die Erklärung nahe, diese Sendung könnte ein Zeichen einer Gemeinsamkeit im Missbehagen gegenüber einer Haltung widerwärtig sklavischer Unterwerfung unter den Zeitgeist sein, wie sie sich unter anderem in der Forderung exhibitioniert, endlich doch in den Jubel darüber einzustimmen, aus dem Unrechtsstaat DDR in der bundesrepublikanischen freiheitlichen Demokratie angekommen zu sein. Ich möchte hoffen, dass diese Deutung von Ihnen nicht dementiert zu werden braucht. Mit herzlichem Dank und allen guten Wünschen für Sie, Ihr Kurt Gosweiler. 9.3.98. Lieber Herr Gosweiler, ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie Ihr Lebenswerk zu diesem provisorisch vollständigen Abschluss gebracht haben.
Das Buch hat noch Züge einer Materialsammlung. Es ist als System noch nicht bis in den letzten Winkel widerspruchsfrei. Aber es gravitiert in allen seinen Teilen in Richtung des Ganzen, das das Wahre ist. Und die Welt in ihrer großen Schwierigkeit kann mit seinem Erscheinen erst einmal für abgehandelt gelten. Es gibt ja schon wieder ein paar wohlgemeinte Bücher. Es gibt auch schon Bücher, die Tatsachen enthalten. Es gibt eine überaus kleine Zahl von Büchern, die vom höchsten Stand des sozialistischen Bewusstseins her ins Wesen packen. Und ich denke, dass das Ihrige sich an deren Spitze gestellt hat. Wenn ein Standardwerk ein Hauptwerk über einen Hauptgegenstand ist, dann, lieber Herr Gosweiler, haben Sie unserem Jahrhundert das Standardwerk geschrieben. Für Ihre wichtigste Nachricht halte ich eine These, die Sie gar nicht aufstellen, die ich aber aus Ihnen extrapoliere und das Gosweilersche Gesetz nennen will. Es lautet: Jede kommunistische Bewegung zu jeder Zeit seit 1848 ist zu einem etwa konstanten Anteil mit Kräften durchsetzt, denen die ganze Sache zu anstrengend ist und die potenziell bereit sind, die Friedensangebote, die die Bourgeoisie ihnen macht, wohlwollend zu prüfen. Wie hoch dieser Anteil jeweils ist, ist kaum eine Frage der Gunst oder Ungunst der gesellschaftlichen Stunde. Das Vorhandensein großartiger Führer, Lenins, Stalins, Ulbrichts hingegen, kann die Quote der Revisionisten entmutigen und für eine gewisse Weile senken. Dass die Sowjetunion die DDR eigentlich zu keiner Zeit nicht dem Imperialismus andienen wollte, war ja klar. Auf wie schmutzige Art sie es tat, schildern sie sehr erhellend. Ihre Analysen der Schauprozesse des Stalin-Hitler-Pakts und der Tito-Geschäfte sind samt und sonders Befreiungsschläge. Wie richtig über Gorbatschows Pfiffigkeit, sich immer in eine politische Mitte zu arrangieren, habe ich schon seinerzeit viel gelacht. Wie richtig ist Ihre Bemerkung, dass der Imperialismus jede Form erlaubt, den Sozialismus zu denken, und jede verbietet, ihn zu unternehmen. Ihre andere Grundthese, die ich für richtig halte, ist, dass nicht Brzezinski und Kissinger die Sowjetunion geleimt haben, sondern dass die SU Brzezinski und Kissinger eingeladen haben, sie zu leimen. Es war unmöglich, uns zu betrügen, solange wir nicht den Wunsch hatten, betrogen zu werden. Dennoch gestatte ich mir zu meinen, dass die methodische Diskussion zwischen Ihrer Freundin Wagenknecht und Ihnen über diesen Punkt nicht vor die Öffentlichkeit gehört hätte. Dieser Brief ist zu lang und ernsthaft, um durchaus beholfen zu sein. Es ist mir Wurst, es kam mir nur darauf an, Ihnen zu erzählen, wie lebhaft ich Sie wahrgenommen habe. Da im Augenblick keiner zur Verfügung steht, Ihnen den Nationalpreis und den Karl-Marx-Orden zu verleihen, tue ich es eben. Ich danke Ihnen, ich grüße Sie, Ihr Peter Hax. Nachwort von Kurt Gosweiler zur Ausgabe von 2005. Als mir in der Nähe meines Geburtstages im November 1996 der Postbote ein schwergewichtiges Paket überreichte, bereitete mir der Absender damit eine der verblüffendsten, zugleich aber auch angenehmsten Überraschungen meines Lebens. Der Inhalt war ein Buch, Verfasser Peter Hax, Titel »Die Maßgaben der Kunst«. Das Begleitschreiben vom Verlag besagte, dass ich dieses Freiexemplar auf Wunsch von Herrn Hax erhielte. Nun war mir natürlich der Herr Hax nicht unbekannt, hatten wir, meine Frau und ich, doch schon einige Stücke, darunter natürlich auch das Welterfolgsstück »Ein Gespräch im Hause Stein« gesehen. Aber unter dem, was von mir bisher an die Öffentlichkeit gebracht worden war, befand sich nichts, was bei mir auf eine solch starke Anteilnahme an Fragen der Ästhetik und der Dramatik schließen ließ, um den Blick eines Olympiers wie Peter Hax auf mich zu lenken und mich gar einer Auszeichnung mit einem solchen Werk für würdig zu erachten. Es musste also etwas anderes sein, was ihn dazu veranlasste. Und es konnte das nur etwas sein, was nicht mit seinem Spezialgebiet der Literatur und Kunst zu tun hatte, sondern mit dem, was ich seit der Wende genannten Konterrevolution zu meinem gemacht
und über das ich einiges veröffentlicht hatte. Also mit meinen Untersuchungen über die Rolle des Revisionismus in der kommunistischen Bewegung, für deren Niedergang und unsere Niederlage. Wie das vorliegende Buch und sein Anhang belegen, war es in der Tat so, ich musste lernen und lernte es nur zu gerne, dass ich bislang ein völlig einseitiges, also falsches Hacksbild hatte. Bis dahin gab es nur einen Stücke- und Gedichteschreiber, der für mich ein parteiloser Kommunist war, Bert Brecht. Jetzt lernte ich, wie eingeengt mit einer solchen Sicht mein Blickfeld war. Dieser Peter Hacks, so erkannte ich jetzt immer mehr, für den war die Sache des Sozialismus und insbesondere die Sozialistische Deutsche Demokratische Republik nicht weniger als für Bert Brecht, sondern eher noch mehr seine ureigenste Sache. Zu dieser Erkenntnis verhalfen mir natürlich die Briefe, die ich von ihm erhielt. So dann aber nicht minder verschiedene seiner in Kremnitzers konkret veröffentlichten Jetztzeitgedichte und sein beeindruckender Briefwechsel mit André Müller Senior, den beide mit dem Goethe-Wort »Nur, dass wir ein bisschen klärer sind« als Titel im Eulenspiegel Verlag hatten erscheinen lassen. Die Entdeckung des Peter Hacks als eines zweiten parteilosen Kommunisten neben Bert Brecht, der Zunft der Stücke- und Gedichteschreiber, blieb nicht meine einzige Überraschung. Noch überraschender war für mich eine weitere Entdeckung, nämlich die, dass Hacks von beiden derjenige war, der aus den Symptomen der in der kommunistischen Bewegung nach Stalins Tod mit dem 20. Parteitag sichtbar wurden, erkannte, dass sie in der Führung von der Krankheit des Opportunismus, des modernen Revisionismus befallen war, während Brecht die gleichen Symptome als Zeichen zunehmender Gesundheit verkannte. In den 30er Jahren hatte Brecht entschieden und überzeugend die Sowjetunion gegen die Angriffe eines André Gide und anderer verteidigt und er hatte noch im April 1953 zu Stalins Tod geschrieben, den Unterdrückten von 5 Erdteilen, denen, die sich schon befreit haben und allen, die für den Weltfrieden kämpfen, muss der Herzschlag gestockt haben, als sie hörten, Stalin ist tot. Er war die Verkörperung ihrer Hoffnung. Aber die geistigen und materiellen Waffen, die er herstellte, sind da. Und da ist die Lehre, neue herzustellen. Doch 1956, beeindruckt von Chruschtschows handstreichartiger, verleumderischer und verlogener Geheimrede zur Verdammung Stalins auf dem 20. Parteitag, schrieb er das folgende Gedicht. Der Zar hat mit ihnen gesprochen, mit Gewehr und Peitsche, am blutigen Sonntag. Dann sprach zu ihnen mit Gewehr und Peitsche alle Tage der Woche, alle Werktage, der verdiente Mörder des Volkes, die Sonne der Völker, verbrannte ihre Arbeiter, der größte Gelehrte der Welt hatte das kommunistische Manifest vergessen, der genialste Schüler Lenins hat ihn aufs Maul geschlagen. Aber jung war er tüchtig, aber alt war er grausam. Jung war er nicht Gott. Der zum Gott wird, wird dumm. Dieses Brecht-Gedicht schickte mir 98 Manfred Wegwerth, nachdem er meinen Artikel Die Überwindung des Antistalinismus, eine wichtige Voraussetzung für die Wiederherstellung der kommunistischen Bewegung als einer einheitlich marxistisch-leninistischen Bewegung, gelesen hatte mit der Bemerkung, das ist Brechts Meinung zu Stalin. Bitte berufe dich nicht auf ihn, wenn du meinst, Stalin verteidigen zu müssen. Als ich das in einem Brief an Peter Hacks erwähnte, schrieb er mir, Brecht sei in seiner Gegenwart über die Chruschtschow-Rede in fast hysterische Begeisterung geraten. Brechts oben zitiertes Gedicht ist in der Tat der in wenige Zeilen zusammengefasste, giftigste Kern von Chruschtschows Stalin-Verdammungsrede. Er, Brecht, den alle Kommunisten so schätzen und verehren als den unversöhnlichen Feind der Ausbeuter und deren Ruhmredner und als den ebenso klugen wie leidenschaftlichen Verteidiger der kommunistischen Sache, Brecht erkannte nicht, was der US-Außenminister John Foster Dulles sehr klar erkannt und triumphierend ausgesprochen hat, als er am 11. Juli 1956 in einer Rede voller Zuversicht voraussagte, die Anti-Stalin-Kampagne und ihr Liberalisierungsprogramm haben eine Kettenreaktion ausgelöst, die auf lange Sicht nicht aufzuhalten ist. Haxens Briefe an André Müller und seine im vorliegenden Buch veröffentlichten Arbeiten legen Zeugnis davon ab,
dass sein Gespür für der guten kommunistischen Sache fremde, ihr schädliche und sie unterminierende Einflüsse hochgradig entwickelt war. Seine gereimte Antwort auf Chruschtschows Stalin-Verteufelung in einem seiner Jetztzeitgedichte, überschrieben Denkmal für ein Denkmal, geht so. Er blickt sehr würdig seiner, sehr sicher auf die Stadt, unangestrengt wie einer, der sie gerettet hat. Der plumpe Narr Nikita zog ihn aus dem Betrieb. Er tat es seinem Gebieter in Washington zulieb. Zur Rolle Stalins und seiner Nachfolger korrigierte Hux die Feststellung eines ihn interviewenden jungen Weltjournalisten, der ihm gesagt hatte, Zitat, den Beginn der Niedergangsepoche beschrieben Sie mit Ulbrichts Verschwinden aus der Politik, Zitat Ende, sarkastisch mit dem kurzen Satz, jeder außer der jungen Welt weiß, dass der Niedergang mit Stalins Tod begann. Wie wird wohl nach der sicher kommenden Wende, die der Konterrevolution ihr Ende bereiten wird, die Antwort der Nachwelt auf die Frage ausfallen, welcher von beiden, Brecht oder Hux, die Rolle Stalins und Chruschtschows richtig bewertet hat? Die Antwort darauf kann für mich nicht fraglich sein. Hux beurteilte Stalin nach dessen Lebensleistung. Als Führer der Sowjetmacht im Kampf um deren Behauptung gegen den Würgegriff des Imperialismus und im Entscheidungskampf des 20. Jahrhunderts bei der Zerschmetterung des deutschen Faschismus. Brecht beurteilt ihn 1956 danach, ob er zuließ oder verhinderte, dass bei diesem Kampf auf Leben und Tod des Sozialismus auch Unschuldige als Schuldige angesehen und verurteilt wurden. Hux nimmt zu Stalin den Standpunkt ein, den alle fortschrittlichen Freunde der französischen Revolution gegenüber Robespierre einnehmen. Wer zur Revolution Ja sagt, muss sie als Ganzes bejahen. Wer nur ihre Siege bejaht, aber den Kampf, der zu diesen Siegen führte, nur zum Teil, andere Teile aber als Verbrechen verurteilt, urteilt als Moralist, nicht als Revolutionär. Von bürgerlicher Seite wird oft versucht, die politischen Stellungnahmen von Hux mit der Bemerkung zu entschärfen und zu verharmlosen, sie seien nur als Ironie zu verstehen. Hux sei ein Ironiker, der im Grunde nichts ernst nehme und sich über alles nur lustig machte. Als ein Beispiel dafür hat mir einer das Jetztzeitgedicht »Das Vaterland« aus Heft 12 1998 von Konkret genannt. Und da besonders die folgende Strophe. Wer kann die Pyramiden überstrahlen? Den Kreml, Sanssouci, Versailles, den Tower. Von allen Schlössern, Burgen, Kathedralen, der Erdenwunder schönstes war die Mauer. Mit ihren schmucken Türmen, festen Toren. Ich glaub, ich habe mein Herz an sie verloren. In der Tat, hier ist ein ironischer Ton unüberhörbar. Aber die Ironie dieser Zeilen zielt nicht auf die Mauer, sondern auf jene, die sie nur mit Schaum vor dem Mund begeifern können. In seinem Vorwort zu diesem Band bezeichnet Hans-Heinz Holz Hux zutreffend als, Zitat, einen der großen Satiriker der deutschen Literatur. Die Satire des Peter Hux ist nicht, wie Satire häufig, nihilistisch, nur verneinend, sondern zutiefst parteilich. Eine scharfe Waffe gegen die Feinde des Sozialismus und zur offensiven Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik. Noch einmal eine Strophe aus seinem Gedicht »Das Vaterland«. Wie aufgeklärt hier alles, wie durchheitert, wie voller Frische, voller Ahnungen. Ins Morgen ward die Gegenwart erweitert, des Vaterlands durch seine Planungen. Es ist ein Hochgenuss, von ihm zu sprechen. Es war ein Staat und scheute das Verbrechen. In Prosa gesprochen liest sich dieses Bekenntnis zur DDR im Interview mit Frank Tichy in der Antwort auf dessen Frage, ob er bei seiner Übersiedlung 1955 in die DDR nicht doch etwas ganz anderes erwartet hätte, so. Zitat, schlechterdings nicht denkbar für mich wäre, realistischerweise noch, also aus meinem Herzen heraus, dass ich etwas anderes getan hätte, als in die DDR zu gehen. Da fällt mir keine Alternative ein, als tot zu sein. Wer sich mit Werken, seien es Stücke, Essays oder Gedichte von Hux beschäftigt, der kann nicht umhin, ihn als einen der meisterlichsten Künstler
im Umgang mit der deutschen Sprache zu bewundern. Was ich jedoch nicht minder an ihm zu bewundern lernte, war die Gründlichkeit, mit der er das Studium der Geschichte und der Ökonomie betrieben hat. Mit seinen Kenntnissen der alten Geschichte und der Geschichte des Absolutismus und Preußens hat er mich als Historiker beschämt. Und mit seinem Ökonomiestudium, das zum Beispiel aus seiner satirischen Abfertigung mit einer leichtfertigen, originalitätssüchtigen Bemerkung von Georg Philbert ersichtlich ist, in bewunderndes Erstaunen versetzt. Das heißt natürlich nicht, dass Hax keine Anlässe gegeben habe, ihm zu widersprechen. Hans-Heinz Holz hat in seinem Vorwort einen solchen Anlass, nämlich Haxens voreingenommene negative Beurteilung Antonio Gramscis, benannt. Nicht ohne dabei auch völlig zu Recht Gosweiler dafür zu kritisieren, dass der ebenfalls ein Urteil ohne ausreichende Kenntnisse gefällt hat. Ich habe mich für diese genossenschaftliche Lektion beim Genossen Holz zu bedanken. Doch zurück zu Peter Hax und seinem Verhältnis zur Deutschen Demokratischen Republik. Die selbstsichere Art seines Auftretens lässt kaum vermuten, dass die Zeitläufe ihm so zusetzen konnten, dass er unter ihnen litt. Ein einziger Satz in dem Interview mit dem Junge Welt-Journalisten hat mich zu der Auffassung geführt, dass, wer ihn so sieht, sich sehr täuscht. Auf die Absetzung Walter Ulbrichts angesprochen, sagte Hax, der Ulbricht-Mord von Honecker und Brezhnev sei für ihn ein furchtbarer Einschnitt gewesen, den ich nie verwunden habe. Wie sehr er unter unserer Niederlage litt und wie sehr ihn das Bemühen umtrieb, mitzuhelfen, so rasch wie möglich die Phase des Niedergangs durch einen neuen Aufschwung der kommunistischen Bewegung abzulösen, davon zeugt für mich, wie aufmerksam er noch nach hoffnungsvollen Anzeichen für eine solche Entwicklung Ausschau hielt und, wo er sie entdeckte, helfend einzugreifen unternahm, wo er Ansatzpunkte bei Personen, Zeitschriften oder Organisationen für wirklich kommunistische Politik und Aufklärung sah, da suchte er von sich aus den Kontakt, sei es zum unermüdlichen Kämpfer Hans-Heinz Holz in der DKP oder zum Herausgeber der Weißenseer Blätter Hanfried Müller und seiner Frau Rosemarie Müller-Streisand, zum Chefredakteur des Rotfuchs Klaus Steiniger oder zu Frank Flegel von der Zeitschrift Offensiv oder zu einem Einzelkämpfer wie Rolf Wallet und sicherlich noch zu vielen anderen. Als Frank Flegel nach dem Rausschmiss von Offensiv, der Kündigung der Herausgeberschaft durch die KPF Hannover zur Mitarbeit bei der Gründung eines Fördervereins zur Weiterführung der Zeitschrift aufrief, teilte Hax umgehend mit, er wolle an der Gründungsversammlung teilnehmen, weil er Wert darauf lege, zu den Gründungsmitgliedern zu gehören. Darüber freute ich mich sehr, auch deshalb, weil mir dies die Gelegenheit bieten würde, Hax endlich auch persönlich zu begegnen. Denn obwohl wir seit Jahren in Korrespondenz standen, war es dazu bisher noch nicht gekommen. Die Gründungsversammlung fand dann im Jahr 2003 am 11. Januar am Tage vor der traditionellen, inzwischen schon zu einer gesamtnationalen oder sogar internationalen Sache gewordenen Demonstration zur Gedenkstätte von Karl und Rosa und der Mitkämpfer für ihre Sache statt. Aber leider ohne Peter Hax. Seine Krankheit erlaubte ihm nicht zu kommen, aber er fügte dieser Mitteilung ausdrücklich hinzu, dass er als Gründungsmitglied des Fördervereins aufgenommen werden wolle. So geschah es dann natürlich auch. Aber jeder von uns hoffte, ihn bei der nächsten Sitzung des Vereins unter uns zu haben. Keiner ahnte, dass es noch in diesem Jahr 2003 der Tag des endgültigen Abschieds von ihm kommen würde. Ich schon gar nicht. Hatte ich doch aus keinem der zwei oder drei Briefe, in denen er beiläufig erwähnte, dass er gerade erkrankt sei, einen besorgniserregenden Unterton herausgehört. Für mich stand außer Frage, dass er mich um viele Jahre überleben wird, war er doch 10 Jahre jünger als ich. Umso größer die Bestürzung und die Trauer über die Nachricht, dass eine tückische Krankheit ihn aus einem Leben voller Pläne und Hoffnungen gerissen hat. Die politischen Schriften von Peter Hax, wie auch seine Briefe, bezeugen, dass er sich sehr darüber klar war, dass ein neuer revolutionärer Aufschwung, soll er zum Ziel, zum Sieg einer neuen sozialistischen Revolution führen, einer fest in den Massen verwurzelten kommunistischen Partei marx-leninscher Prägung bedarf. Die Forderung nach der Wiederherstellung einer solchen Partei könnte man fast als den roten Faden bezeichnen, der sich durch dieses Buch zieht. Möge seine Verbreitung dazu beitragen, dass die Zahl derer, besonders unter der Jugend, die an der Erfüllung dieser Forderung mitarbeiten, durch neue Aktivisten erweitert wird. Wir möchten noch ein wenig zu
Kurt Gosweiler sagen. Und zunächst noch mal zu dem Band. Darf ich Genosse sagen? Diesen Titel hat der Verlag dem Band gegeben, haben wir dem Band gegeben. Und die Referenz dazu ist hier jetzt nicht vorgekommen in dem, was unsere Freunde vorgelesen haben. Aber es gibt einen Brief, einen Geburtstagsbrief von Kurt Gosweiler an Peter Hacks, in dem er ihn ganz vorsichtig und zart Genosse nennt und fragt, ob er das darf. Und Hacks antwortet ihm ganz souverän und klar, selbstverständlich könne er das tun und wir wollen es doch künftig so halten, dass immer, wenn Sie mir einen Geburtstagsbrief schreiben, Sie mich Genosse nennen. Dann weiß ich, dass ich Geburtstag habe. es gibt einige Unklarheiten, die vielleicht beseitigt werden müssen. Sie können aber danach dann auch fragen. Die eine ist, es sind ja hier die wichtigsten Bezugsfiguren aufgezählt worden von Kurt Gosweiler zum Schluss in seinem Nachwort zu dem Band von 2005, den ich vorhin genannt habe, gezeigt habe. Am Ende verstehen Sie es. Und zu denen sind alles Leute, zu denen Hacks erst in den 90er Jahren Kontakt aufgenommen hat. Kontakt aufgenommen hat, weil er suchte nach allen Arten von Keimen, in denen er etwas wie ein wiedererwachendes marxistisches, kämpferisches Bewusstsein zu entdecken glaubte. Und zu denen gehört, so wie Gosweiler eben auch, man versteht es fast nicht, Hans-Heinz Holz. Und Hans-Heinz Holz, mit dem auch ein Briefwechsel entstanden ist, den wir veröffentlicht haben in so einem roten Band, den habe ich nun allerdings nicht dabei, hat sich bereit erklärt, seinerzeit zu dem Buch Am Ende verstehen Sie es, ein Vorwort zu schreiben. Und auf dieses Vorwort nimmt Gosweiler hier mehrfach Bezug in seinem Nachwort. Nur zur Erklärung, warum der Name da ein paar Mal vorkommt. Mir wäre jetzt lieb, wenn wir erst mal Detlef Canapin hören könnten. Er hat nämlich darauf hingewiesen, mit gutem Recht, dass unter den zahlreichen Publikationen, die es von Gosweiler gibt, von früher und die hier in dem Briefwechsel auch genannt wurden und so weiter, es eine Art von Sammlung oder Zusammenfassung in dem auch genannten Publikationsorgan Offensiv, das Frank Flegel herausgibt, gibt und da erschienen ist, eine dreibändige Ausgabe der Schriften von Kurt Gosweiler und was das für Schriften sind und was daraus jetzt für unseren Zusammenhang vielleicht interessant ist, das wird Detlef Canapin jetzt kurz sagen. Das versucht er zumindest. ich versuche das aber vorne zunächst mal über zwei Umwege, die sich mit dem eben Gehörten, also dem gelesenen Briefwechsel, befassen. Der erste Umweg ist, bevor ich hierher kam, hat mir der Verleger Klaus Bittermann den 11. Band der Werkausgabe von Wolfgang Port geschickt. Hintergrund ist, dass es auch dazu irgendwann eine Lesung geben wird. Zur Erklärung, Wolfgang Port ist einer der führenden, unorthodoxen, linken Soziologen der alten Bundesrepublik, der auch nach der Wende gewirkt hat und Bittermann war sein Verleger. Und in der editorischen Notiz zu dem 11. Band, der sich mit Briefen und Mails befasst, heißt es, heutzutage wird ja alles digitalisiert, um zu verhindern, dass es wahrgenommen wird. Demzufolge ist eine Briefedition in Buchform ein hochgradiger dokumentarischer Beweis, der eher wahrgenommen wird als all das, was sozusagen elektronisch verfügbar ist. Das mag für die jetzt ganz jungen und nachfolgenden Generationen etwas befremdlich klingen und der alte Mann, der hier oben sitzt, plädiert für die Buchform. Dieser Briefwechsel zwischen
Kurt Gosweiler und Peter Hacks geht meiner Ansicht nach weit über eine einfache Briefwechseledition hinaus, sondern dokumentiert für den Zeitraum zwischen 1998 und 2003 eine alternative und ziemlich weit verschüttete Sicht auf die deutsche, europäische und internationale Geschichte. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. In allen, naja, wie soll man es nennen, also in allen greifbaren Lexika-Einträgen, wo Kurt Gosweiler als Historiker erwähnt wird, fällt zumindest spätestens im zweiten Satz der Begriff dogmatischer Marxist-Leninist oder besonders orthodoxer Historiker. Jetzt sage ich was zur Orthodoxie, denn die kommt ja eigentlich aus dem Kirchenbereich, das kennen Sie ja, aber Orthodoxie bedeutet ja vor allen Dingen die reine Auslegung der Lehre, und zwar in einer geradlinigen Form. Jetzt gibt es eine andere Sichtweise auf die Orthodoxie, und diese Art der Orthodoxie ist dringender denn je in dieser Zeit. Im Jahre 1923 veröffentlichte Georg Lukács unter dem Titel Geschichte und Klassenbewusstsein Studien zur marxistischen Dialektik. Das ist jetzt 100 Jahre her. Die internationale Georg Lukács Gesellschaft wird zu diesem Jubiläum auch eine größere Veranstaltung machen. In den Aufsätzen geht es nicht nur um den Hauptaufsatz, die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats, sondern es gibt einen Text, der heißt Was ist orthodoxer Marxismus? Und Lukács schreibt sehr pointiert, selbst wenn alle Einzelerkenntnisse, die Marx je entwickelt hat, falsch gewesen sein sollten, gilt deswegen seine Methode nicht als falsch, und das ist die Orthodoxie, an die wir uns halten müssen. Und an diese Orthodoxie haben sich sowohl Peter Hacks als auch Kurt Gosweiler gehalten. Und Kurt Gosweiler ist, das ist ja auch interessant, aus einer klassischen kommunistischen Familie erwachsen, hat im illegalen Widerstand gekämpft nach 1933, ist 1943 als Angehöriger der Wehrmacht zur Roten Armee übergelaufen, war im antifaschistischen Umerziehungslager in der Sowjetunion, ist zurückgekommen, war Lehrer an der SED-Parteischule, hat dann ein Studium an der Humboldt-Universität aufgenommen und hat dann 13 Jahre an der Humboldt-Universität gewirkt und in den 70er und 80er Jahren als Wissenschaftler, Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften in der DDR. Zu DDR-Zeiten war er vor allen Dingen Faschismusforscher und hat 1963 mit einer Promotion über die sogenannte Röhm-Affäre vom 30. Juni 1934 eine Kontroverse ausgelöst, nämlich die, dass er das bis dahin gängige Bild revidiert hat, dass es sich dabei um einen Konflikt zwischen dem halbproletarischen militanten SA-Verband und der Reichswehr handelte, allein ergänzt durch die Tatsache, dass dahinter natürlich verschiedene Klassenfraktionen der jeweiligen Kapitalverbünde standen, die sich dann auch weiter bekämpften. Und zwar nicht nur in der Ausrichtung dessen, was unter Führung der faschistischen Partei an Kriegszielen, Kriegsentwicklungen und so weiter vorkommen sollten, sondern auch natürlich über die Methoden zur Erreichung des Ganzen. Ludwig Erhard ist übrigens ein Erbe aus dieser Schlacht zwischen Monopolverbünden. Gosweiler hat in den 80er Jahren einen relativ bekannten Sammelband rausgegeben, der schlicht Aufsätze zum Faschismus hieß, 1984. Und ist dann tatsächlich jemand gewesen, der sich ernsthaft damit beschäftigt hat, was eigentlich diese Niederlage 1989-90 für die sozialistische Bewegung bedeutet hat. Und ist dann eben als dieser Revisionismusforscher auch im Briefwechsel vor allen Dingen zum Tragen gekommen. Ich mache jetzt Folgendes oder schlage Ihnen etwas vor. Ich würde zwei kurze Abschnitte aus dieser dreibändigen Ausgabe, die tatsächlich bei Offensiv erschienen ist, allerdings
in einer Gemeinschaftsproduktion KPD Offensiv Freidenkerverband Gesellschaft GAH ist, was war denn das? Das war rechtliche Hilfe. Ja, genau. Und Eulenspiegel Verlag tatsächlich. Ja, steht ja hier mit drauf. Stimmt. Es sind drei Bände, die sind unterteilt in Band 1 war tatsächlich Beiträge zur Faschismusforschung, Analysen zu geschichtlichen Ereignissen, ist der zweite Band, den ich hier habe. Der dritte Band ist Briefe, Mitteilungen und so weiter. Und aus dem 2 gibt es einen ganz interessanten, langen Aufsatz, der sich mit der Strategie und Taktik von SPD und KPD in der Weimarer Republik beschäftigt. Und aus dem würde ich Ihnen erstmal unkommentiert den Anfang kurz vortragen, weil er relativ genau beschreibt, worum es Gosweiler bereits in den 50er Jahren ging. Zur Strategie und Taktik von SPD und KPD in der Weimarer Republik. Zur Entstehung dieser Studie, November 1986. Mein erster Betreuer als Doktoraspirant war Genosse Professor Albert Schreiner, Abteilungsleiter am Akademieinstitut für Geschichte. Er lud mich 1956 ein, an einem Parteilehrjahrzirkel, den er an der Akademie mit Angehörigen seines Instituts, zum Beispiel Marion Einhorn, Wolfgang Ruge, Joachim Petzold, Manfred Nussbaum, Helmut Bleiber und andere durchführte, teilzunehmen. Nach Beendigung seines Zirkels traten einige Teilnehmer an mich heran mit der Frage, ob ich bereit wäre, im nächsten Parteilehrjahr bei Ihnen die Zirkelleitung zum Thema Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zu übernehmen. Mich reizte die Aufgabe aus zweierlei Gründen. Erstens würde ich dadurch gezwungen sein, mich mit einem Stoff gründlich zu beschäftigen, den ich für meine Dissertation, damals sah ich noch immer in der Haltung der SPD zum 30. Januar 1933 mein eigentliches Thema, ohnehin bewältigen musste. Zum anderen würde ich eine Gelegenheit erhalten, gegen die durch den 20. Parteitag der KPDSU auch in diesem Kreise in Mode gekommenen revisionistischen Auffassungen ankämpfen zu können. Ich sagte also zu, einen Entwurf des Programms auszuarbeiten und ihn vorzulegen. Ich ahnte nicht, worauf ich mich damit eingelassen hatte. Statt an meiner Dissertation zu arbeiten, die ich im nächsten Jahr planmäßig abzugeben hatte, setzte ich mich für einige Monate hin und studierte die Dokumente der KPD und der Kommunistischen Internationale und schrieb April bis Juni 1957 die nachfolgenden Thesen herunter. Als ich fertig war mit der Ausarbeitung, war ich selbst erschrocken darüber, zu welch scharfer Kritik an der KPD-Politik ich gelangt war und war schon halb entschlossen, sie nicht als Grundlage für einen Zirkel zu benutzen. Ich gab das Manuskript aber doch einigen mir bekannten Genossen aus dem Zirkel zu lesen. Ihre Reaktion bestimmte mich dann endgültig, das Papier lediglich dem Archiv anzuvertrauen. Sie, die größtenteils völlig auf den mir verhassten Chruschtschow-Positionen standen, waren begeistert über meine Abrechnung mit dem Dogmatismus. In der damaligen Situation wäre es, das wurde mir sehr klar, im höchsten Maße parteischädigend gewesen, mit einer solchen Ausarbeitung vor die Öffentlichkeit zu treten. Selbst jetzt, also November 1986, halte ich die Zeit noch nicht für gekommen für eine Veröffentlichung. Mögen also andere später darüber entscheiden, ob und wann es nützlich sein könnte, diese Studie zur Diskussion zu stellen. September 2001. Heute, fast ein halbes Jahrhundert nach Ihrer Ausarbeitung und ein Jahrzehnt nach dem zeitweiligen Sieg der Konterrevolution über den europäischen Sozialismus, kann die Veröffentlichung dieser Studie mehrfach von Nutzen sein. Zum einen als Beleg dafür, dass noch so scharfe kommunistische Selbstkritik nichts gemein hat mit dem schändlichen Denunziantentum der Gysi, Brie und Zimmer gegenüber der KPD, SED und DDR, nichts zu tun hat auch mit der verachtungswürdigenden Anbiederung der Entschuldigungsfanatiker an die heute Herrschenden für ein wenig Teilhabe an deren Volksbetrug und Sozial- und Demokratieabbau, also am Abbau dessen,
was von den Werktätigen der BRD, nicht zuletzt dank der Existenz der DDR, seit Mitte des vorigen Jahrhunderts errungen worden war. Zum anderen, weil seit der Ausbreitung des deutschen Imperialismus auch auf das Gebiet der DDR nach dem Wegfall der sich nun tatsächlich als antifaschistischen Schutzwall erwiesenen Mauer der Faschismus einen solchen Auftrieb erhalten hat, dass sich die Älteren fast wieder in den Anfang der 30er Jahre versetzt fühlen und der Kampf gegen den Faschismus, ein Faschismus, der heute als Rechtsextremismus verharmlost wird, wieder zu einer erstrangigen Aufgabe geworden ist. Damit haben aber auch die Lehren aus dem damaligen Kampf gegen den Faschismus eine neue Aktualität gewonnen. Ich hoffe, dass die Leser dieser Studie trotz ihres weit zurückliegenden Entstehungsdatums aus diesen Gründen die Veröffentlichung gerechtfertigt sehen. Und jetzt kommt hier die Einführung, die sozusagen die Hauptthesen des Ganzen zusammenfasst. Das ist tatsächlich eine Arbeit, die sich hier über 120 Seiten hinzieht. Und Gosweiler muss bereits im Jahre 1957, als er das gemacht hat, also tatsächlich mit Empathie und mit einer Verantwortung an diese ganzen Sachen rangegangen sein, sonst wäre das so nicht entstanden. Also ich lese das jetzt nicht vor, was er da alles an Quellen ausgebuddelt hat. Das ist beeindruckend und findet sich manchmal in anderen Untersuchungen heute gar nicht mehr. Der erste kurze Teil dieser Einführung heißt zur ökonomischen Basis des Opportunismus in der Weimarer Republik. Das sind Thesen. Erstens. Lenin hat den direkten Zusammenhang zwischen der Existenz einer bürgerlichen Arbeiterpartei und dem Kapitalismus nachgewiesen. In Klammern Lenin, der Imperialismus als höchstes Stadium der Kapitalismus und der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus. Zweitens, in der Weimarer Republik existierte nicht nur eine solche bürgerliche Arbeiterpartei in Gestalt der SPD, sondern sie dominierte sogar ständig, vielleicht mit Ausnahme des Herbstes 1923. Es erhebt sich die Frage, ob die Ursache dafür, trotz der Niederlage des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg, trotz des Verlustes der Kolonien und trotz der Ausplünderung Deutschlands durch die Siegermächte, ebenfalls vor allem im Vorhandensein einer ökonomischen Basis für die Existenz einer Arbeiteraristokratie zu suchen ist, oder ob die Vorherrschaft der Sozialdemokratie in der deutschen Arbeiterbewegung in diesem Zeitraum lediglich die Auswirkung historischer und politischer Fakten, zum Beispiel des Schwergewichts reformistischer Traditionen in der deutschen Arbeiterbewegung, des nicht konsequent geführten Kampfes der Linken gegen den Revisionismus, der geschickten Demagogie der rechtssozialistischen Führer und schließlich der Fehler der KPD in ihrem Bemühen um die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse. Drittens. Eine flüchtige Betrachtung der Entwicklung des Einflusses der bürgerlichen Arbeiterpartei, der SPD, auf die Massen in den verschiedenen Etappen der Weimarer Republik zeigt die Abhängigkeit der SPD und ihre Parallelität mit den Bewegungen der Wirtschaft des kapitalistischen Deutschland. Daraus ergibt sich, dass eine Untersuchung der Ursachen der Vorherrschaft des Opportunismus in der deutschen Arbeiterbewegung der Weimarer Republik sich nicht auf die politischen Faktoren beschränken darf. Viertens. In der Periode der revolutionären Nachkriegskrise bei der zunehmenden Zerrüttung der kapitalistischen Wirtschaft und der rigorosen Abwälzung der Lasten des Krieges und der Niederlage auf die Volksmassen hatte der deutsche Imperialismus so gut wie keine Möglichkeit der Bestechung irgendwelcher Schichten der Arbeiteraristokratie. Er war nicht in der Lage, die Privilegien der bislang besser gestellten Schichten der Arbeiterklasse aufrechtzuerhalten, wodurch auch solche Arbeiterkategorien radikalisiert wurden und in den aktiven Kampf eintraten, wie die Eisenbahner, Postler und so weiter. Die Vorherrschaft der Rechtssozialisten in der deutschen Arbeiterbewegung in dieser Periode beruhte vor allem auf den Illusionen, die der rasche und leichte Sieg über die Monarchie im November 1918 erzeugt hatte und die durch die scheinsozialistischen Phrasen der rechten Führer genährt wurden, sowie darauf, dass die Linken in der SPD den organisatorischen Bruch mit den Revisionisten zu spät vollzogen hat. Diese Vorherrschaft schmolz aber im Jahre 1923 ebenso rasch dahin, wie der Markkurs, also der Währungskurs, absank und das Elend der Massen immer ungeheuerlichere Ausmaße annahm. Fünftens. Die relative Stabilisierung des Kapitalismus führte auch zur Wiederbefestigung des vorherrschenden Einflusses der Rechtssozialisten in der deutschen Arbeiterbewegung. Die Ursache dafür liegt in erster Linie auf ökonomischem Gebiet.
Mit dem Eintritt in die Aufschwungsphase des industriellen Zyklus, mit der Verstärkung der Konzentration und Zentralisation des Kapitals, Gründung der IG Farben 1925 und des Stahlvereins, mit der kapitalistischen Rationalisierung und dem Hereinströmen ausländischer Anleihen, gelang es dem deutschen Monopolkapital wieder auf Kosten der überwiegenden Mehrheit der deutschen Arbeiterklasse und der weiteren Werktätigen monopolistische Extraprofite zu erzielen, die Privilegien der Arbeiteraristokratie wiederherzustellen, den reformistischen Gewerkschaften größeren Spielraum für die Erkämpfung von Lohnerhöhungen, vor allem für die Kategorien der qualifizierten Arbeiter einzuräumen und somit eine materielle Grundlage für die Verbreitung der reformistischen Ideologie der Klassenzusammenarbeit und der Klassenharmonie zu schaffen. Dies umso mehr, als selbst für die Mehrheit der Arbeiterklasse, auf deren Kosten die Einräumung von Privilegien für diese Arbeiteraristokratie ging, die Beendigung der Inflation und der Konjunkturaufschwung zunächst einer Verbesserung ihrer Lebenslage, brachten. Sechstens, in der Periode der Weltwirtschaftskrise wird die Lebenshaltung der gesamten Arbeiterklasse rigoros herabgedrückt, ohne dass jedoch dadurch die Privilegierung bestimmter Schichten der Arbeiterklasse beseitigt wird. In dieser Zeit wird es bereits zu einem von den Unternehmern sehr bewusst verliehenen Privileg, seinen Arbeitsplatz zu behalten. In allen großen Konzernbetrieben ist es üblich, die sogenannte Stammbelegschaft durchzuhalten und sei es auch nur durch Übergang zur Kurzarbeit. Kleiner Einschub von mir jetzt, wenn Sie darüber auch Anschauungsmaterial brauchen und sich darüber schon immer gewundert haben, warum in dem Film Coole Wampe oder Wem gehört die Welt keine Nazis auftauchen, dann ist einer der Gründe der hier, dass Brecht, Ottwald und Dudow versucht haben, genau dies, was Gosweiler hier gerade beschreibt, den groben Klassenkonflikt zwischen den reformistischen Arbeitern und den klassenbewussten Arbeitern in der KPD darzustellen. Wenn Sie den Film in Erinnerung haben, sehen Sie ein im Verhältnis zur Arbeitslosigkeit komplett üppig ausgestattete Hochzeitsfeier in der Zeltkolonie Coole Wampe. Wie kommt das zustande? Wo kommt das her? Wo ist das? Wie läuft das? Diese Konstellationen werden dargestellt. Das heißt, die Privilegien der bessergestellten Arbeiter ist tatsächlich, wie Gosweiler schreibt, in der Weltwirtschaftskrise nicht aufgehoben worden, vielleicht beschnitten worden. Die hohe Arbeitslosenzahl kommt vor allen Dingen dadurch zustande, dass die ungelernten, kurz nur eingestellten, jungen Arbeiter auf die Straße gesetzt werden und aufgrund der Notverordnungen des Brüning-Kabinetts oder der Brüning-Kabinette auch noch ihrer sozialen Absicherung durch staatliche Unterstützung verlustig gehen. Wenn Sie noch etwas über die Endphase der Weimarer Republik lernen wollen, lesen Sie den sehr instruktiven Aufsatz Arbeitsnachweise von Siegfried Krakauer. Ein Arbeitsnachweis ist kein Schein, sondern ein Arbeitsnachweis ist das, was heute Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder Weiterbildung heißt. Die Arbeitslosen wurden gezwungen, sich irgendwo zu treffen, mussten sich von irgendjemandem irgendwas erzählen lassen, durften wieder nach Hause gehen, sofern sie noch eins hatten. Und das war ein Arbeitsnachweis für die. Da war kein Geld dabei, da war nichts dabei, das war nur Drangsalierung. Ein Schnitt zu Ende. Die Differenzierung im Einkommen und in der Lebenshaltung der Arbeiter ist in der Krise kaum geringer als in der Zeit der Hochkonjunktur. Es gibt da noch immer Facharbeiter, die pro Woche 50 Mark und mehr verdienen, während die große Masse der Beschäftigten nicht viel mehr verdient, als die Unterstützungssätze der Arbeitslosenunterstützung betragen. Bei den Arbeitslosen wiederum gibt es die verschiedensten Abstufungen. Notstandsarbeiter, Empfänger von Arbeitslosenunterstützung, von Wohlfahrtsunterstützung, von Krisenunterstützung und schließlich jene, die keinerlei Unterstützung mehr erhalten, sondern sich auf irgendeine andere Art wie Bettelei, Hausiererei und so weiter ihren Lebensunterhalt verschaffen. Diese Differenzierung innerhalb der Arbeiterklasse, gerade in der Zeit der Krise, ist sehr bewusst herbeigeführt und wird ebenso bewusst sowohl von den Unternehmen wie von den rechten SPD- und Gewerkschaftsführern ausgenutzt, um ein gemeinsames Handeln der Arbeiter zu erschweren bzw. ganz zu verhindern. Siebtens, die Existenz und das zeitweilige Erstarken einer bürgerlichen Arbeiterpartei in der Zeit der Weimarer Republik
hat also ihre Grundlage im Überleben und Widerstarken des deutschen Imperialismus. Aus den ökonomischen Tatsachen lässt sich dagegen nicht die Unvermeidlichkeit der Vorherrschaft dieser bürgerlichen Arbeiterpartei in der Zeit der Weimarer Republik herleiten. Im Gegenteil, die ökonomischen Bedingungen waren in der Periode der revolutionären Nachkriegskrise und der Weltwirtschaftskrise der Überwindung dieser Vorherrschaft ausgesprochen günstig. Deshalb muss die Antwort auf die Frage nach den Ursachen für den überwiegenden Einfluss der rechten Führer durch eine Untersuchung der Politik der beiden Arbeiterparteien auf der Grundlage der ökonomischen Gegebenheiten gesucht werden, was dann auf den nächstfolgenden 125 Seiten auch passiert. Da müssen Sie sich allerdings selber die Mühe machen, sich das anzuschauen. Dass dieser Mann besonders geeignet war, den Revisionismus zu erforschen und sich das auch zur Hauptaufgabe nach 89 gemacht hat, ist verständlich. Hax hat ihn als solchen erkannt. Sie trafen sich tatsächlich sozusagen in den Schützengräben des Abwehrkampfes gegen den Antikommunismus, der bei Ihnen natürlich auch in ganz besonderer, spezieller Form erschien als Antistalinismus. Und darüber haben wir ja im Briefwechsel einiges gehört. Das ist ein kleiner Teil dieses Briefwechsels gewesen. Der ist umfangreicher, sind etwas über 50 Briefe. Und im Gegensatz zur vorigen Ausgabe sind ein paar Kleinigkeiten hinzugekommen, insbesondere im Anhang. Sehr interessant ist dort vielleicht, wenn ich das nochmal sagen darf und den Bogen schließen darf, zu einem zentralen Axiom eigentlich der Aussagen in dem Briefwechsel, zu dem Buch von Tschujew, der diese Gespräche mit Molotow geführt hat, nicht? Also 140 Gespräche mit Molotow. Es hat sich herausgestellt, als wir dran gegangen sind, dieses viel besprochene und viel zitierte Buch, das aber bis jetzt nicht in Deutsch vorliegt, ins Deutsch zu bringen, dass es einerseits mit der hinterbliebenen Frau von Tschujew nicht ganz so einfach ist und zum anderen, dass es weit mehr solcher Gespräche sind. Es gibt eine zweite Ausgabe, ich glaube, die hat Goswala nicht mehr kennengelernt, eine zweite Ausgabe, die viel mehr Gespräche enthält noch, aber das, darum geht es mir jetzt gar nicht. Die sind ungeheuer instruktiv und interessant, insbesondere auf die, im Hinblick auf die Wirkungsweise und die Arbeitsweise der Regierung, der Partei in der Sowjetunion und so weiter. Molotow hat ja sehr lange gelebt und hat ein gutes Gedächtnis gehabt offensichtlich und hat die Leute alle sehr gut charakterisiert dort. Und seine Aussage über Beria, er trifft sie über Beria, aber er meint das auch durchaus von Chruschtschow, er beurteilt die unterschiedlich, Molotow, aber diese Aussage durchzieht ja hier dieses Buch und ich habe vor kurzem eine Gespräch mit einem Kollegen, Verlegerkollegen gehabt, der es gelesen hatte und ich hätte das gar nicht gedacht, dass jemand das so scharf wahrnimmt, der eben auch festgestellt hat, dass dieser Vorwurf sich durch das ganze Buch zieht. Der Vorwurf gilt hauptsächlich den Führern der Partei, Parteien, dass sie an Grundsatzfragen nicht besonders interessiert waren. Hax hält das für den, ich kann es gar nicht genau sagen, für den Virus, für den Keim sozusagen allen Revisionismus. Es gibt natürlich tausende von Gründen für Revisionismus, aber er hat es ja auch ganz deutlich gemacht, es ist vorhin vorgelesen worden, es genügt, ein Feind des Sozialismus zu sein, wenn man an Grundsatzfragen nicht interessiert ist. Das ist sein Hauptvorwurf gegen eine ganze Reihe von Leuten, man könnte die jetzt hier aufzählen, einige sind genannt worden. Aber wie gesagt, es kommt diese Formulierung, die eben doch sehr scharfsinnig ist und analytisch klar, die kommt von Molotow in diesen Gesprächen.